Wir haben das Treppenhaus mit den entsprechenden Wechselschaltungen als weiteren Raum inklusive entsprechender Ausstattung ergänzt. Und es ist eben so, dass diese Struktur durchgehend ist bis zur Kalkulation. Gleiches gilt auch wieder für die Tiefgarage. Alle diese Räume sind natürlich ebenfalls hier als neue Raumprofile entsprechend mit angelegt. Bedeutet also, auch hier habe ich die entsprechende Zuordnung. Das heißt also, meine Tiefgarage wird entsprechend berücksichtigt und dort haben wir natürlich, wenn wir jetzt mal in den Elektrobereich gehen, die entsprechenden, ne, Brennstellen, Schalter, Wechselschaltung, alles entsprechend nach dem mittleren Dienststandort entsprechend vorgesehen. Das heißt, auch von dieser Konstellation der Erweiterung können Sie mit den neuen Planungsdatenbanken entsprechend profitieren. Bitte wichtig ist eins, das, was wir immer wieder festgestellt haben, Ihr Weg zum Erfolg ist ja dort die Roadmap für Sie, um sich die in den einzelnen VI-Tools vorhandenen Mehrwerte wirklich auch vollumfänglich möglichst zu erschließen. Was wir bei den Kalkulationseinrichtungen immer wieder festgestellt haben, ist, dass insbesondere in diesem Bereich der Räume in der Vergangenheit, sprich ohne Fokus auf Kalkulation, die Planer alleine gelassen worden sind, lassen Sie es mich einfach so formulieren. Und das Entscheidende eben, wenn ich hier solche Strukturen anpassen möchte, ist klar, kann ich eins machen, ich bin in der Lage, einfach eine Benennung zu ändern. Das heißt also, wenn es zum Beispiel so wäre, dass bei mir die Küche nicht Küche heißt, sondern dass das Kochen heißen soll, dann kann ich einfach Doppelklick machen und das Ganze ändern. Und wenn es aber so ist, dass ich eben Räume ergänzen muss oder ergänzen möchte, ist es ganz, ganz wichtig, dass Sie dies halt entweder einmal zusammen mit dem Coach machen und abstimmen, weil das, was für die Kalkulation interessant ist, ist eben hier oben. Ich klicke nochmal hin. Diese Raumnummer, Sie sehen auch dann hier unten, was es an Räumen gibt, welche Nummern frei sind. Und entscheidend ist halt eins, wenn Sie im Grundriss einen Raum setzen, der halt Wohnen heißt, dann gibt es, das ist das, was die Baubeschreibung entsprechend vorsieht, eben für ein Wohnzimmer als Beispiel eine entsprechende Elektroausstattung, die Sie hier mal kalkulatorisch sehen. Und wenn es eben so ist, dass es einen Raum Wohnen, Essen gibt, Sie sehen, dann gibt es eben eine andere Raumbuchnummer. Und diese andere Raumbuchnummer führt eben in der Kalkulation dazu, dass eben auch ein anderes Elektroprofil gerechnet wird. Und dieser Zusammenhang ist halt einer, der eventuell, wenn Sie schon länger mit VI unterwegs sind, in der Vergangenheit, wenn Sie neue Räume angelegt haben, eben nicht so im Fokus war, lassen Sie es mich einfach so ausdrücken. Da wurde halt einfach das Zimmer oder der Raum Wohnen kopiert, die Nummer hier oben blieb immer noch die gleiche. Und dann hat man vielleicht die Änderung so gemacht, dass man gesagt hat, und dort macht man jetzt einen Raum Wohnen, Essen und vielleicht noch Kochen raus. Ne? Und wenn dann so ein Raum einfach verwendet worden ist oder für größere Objekte dann Boardinghaus oder irgendwelche Geschichten, ist es halt eben sehr häufig, dass hier irgendwelche Nummern vergeben worden sind, die entweder die Kalkulation nicht kannte, ne, wenn sie dann hier eben neue Nummern eingegeben haben, oder aber das unter einer bestehenden Nummer, die eben dazu führt, dass Anführungszeichen kalkulatorisch von einem Raumbuch ausgegangen wird, dann ganz, 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 ganz andere Ausstattungen von einem Kunden theoretisch erwartet werden würden. Und das hat dann in der Vergangenheit bei dem einen oder anderen dazu geführt, wenn er dann versucht hat, sich die Kalkulation zu erschließen, dass er gesagt hat, ach, ich habe ja gewusst, das geht nicht und das ist viel zu kompliziert und das haben mir ja schon viele erzählt. Und die Ursachen dafür sind halt, es ist wirklich so extrem banal. Die meisten habe ich Ihnen in dem kurzen Video jetzt schon gezeigt. Und deswegen bitte ganz einfach wirklich, nehmen Sie die neue Planungsdatenbank jetzt einmal als Vorlage. Machen Sie diese Änderung vielleicht wirklich in Abstimmung mit dem Coach. Ich gehe einmal entsprechend auf Abbrechen. Profitieren Sie von den Neuheiten, die dort drinnen sind. Profitieren Sie von der ganzen Arbeit, die unsere Kolleginnen und Kollegen dort reingesteckt haben, neue Texturen zu machen, das Ganze zu vervollkommnen, an den aktuellen Mainstream-Geschmack entsprechend anzupassen. Und wenn Sie sagen, Sie sind schon länger mit VI unterwegs, dann vielleicht ganz kurz auch hier die Idee, dafür gibt es noch eigene Videos, sich die vielleicht mal anzuschauen, weil sie sind eben in der Lage, diese Raumeigenschaften, die wir uns jetzt gerade mal beispielhaft angeguckt haben, ganz einfach mit einem Bachelor auch in andere Pläne zu übernehmen.
Deswegen neue Planungsdatenbank VEBIM Solutions Version 23 auch für Sie als die neue Grundlage für Ihre firmenspezifischen Veränderungen bis hin zur Kalkulation, Angebot und natürlich auch zur Visualisierung, gerade im Bereich der Innenvisualisierung.